Hallo, hier ist euer Shadow Broker 80 mit der nächsten Assassin's Creed Valhalla-Folge. Diesmal sollen wir unseren Prinzen begrüßen, der bei der Anlegestelle angekommen ist. Dann gehen wir mal dahin und machen mal Hallöchen. Würfeln hat noch niemandem geschadet. Okay. Wäre auch eine Möglichkeit, das Würfelspiel. Aber das will ich jetzt nicht. Dann gehen wir mal gucken, was der Prinz uns Schönes mitgebracht hat. Seid vorsichtig damit! Elver! Sigurd! Sieh dich an, in Blut getränkt, Dränger! Hast du ohne mich Krieg geführt? Oh, und du, salzgegerbter Wikinger! Ich rieche den Gestank von Dutzend Königreichen in deinem Bart. Das ist erst der Anfang. Randvi, geliebtes Weib, dein Gatte ist zurück. Mit Geschenken und Reichtümern. Und mit neuen Freunden. Ja, Basim und Haitham. In Miklagard zeigten sie mir viele Geheimnisse. Wir sind Sigurd für diese Einladung sehr dankbar und wollen eurem König Tribut zahlen. Mein Bruder wählt seine Begleiter stets mit größter Sorgfalt aus. Wenn ihr unbeschadet neben ihm steht, muss er euch mögen. Elber, spar dir die Höflichkeiten, bis unsere Bäuche voll sind. Ich gehe zu Vater und berichte ihm alles. Heute Morgen trafen wir ein Schiff, das nach Süden fuhr. Sie sagten uns, Eivor Wolfsmal wäre von Kjötvis Leuten gefangen worden. Sie haben dir den besten Teil verschwiegen. Ich tötete meine Entführer und holte mir meine Leute zurück. Und dafür schalt mich dein Vater. Du weißt, wo ich stehe, Bruder. Nichts weniger als Krieg wird Kjötvi aus unseren Landen vertreiben. Er sieht das anders. Ich weiß. Vater denkt zu viel und handelt zu wenig. Das ändert sich heute. Versprochen. Bis zum Ende des Winters wird der Name Cute, wie es das ist. Ja, war. Raus aus dem Feuer. Fackel. Was wollte er sagen? Bis Ende des Winters? Mein Sohn, willkommen zu Hause. Ach, Vater. Heute Abend feiern wir deine Rückkehr mit einem Festmahl, Sigurd. Die Tische sind gedeckt mit Gerste und Lamm, Brot und Mehl. Und sonst nichts, ich bitte dich. Ich will nichts, was du nicht auch einem Trell vorsetzen würdest. Lass es mich sein, der dich ehrt. Ich bringe Gaben und Geschichten aus fernen Ländern. Nach zwei Wintern auf See habe ich beides im Überfluss. Wohlan, wohlan. Komm herein. Und wenn wir fett und zufrieden sind, Vater, sprechen wir über Kjötvi und seinen Clan. Und wie wir diesen Schrecken endgültig loswerden können. Er hetzt uns schon zu lange. Er beschämt uns schon zu viele Jahre. Ich weiß das. Eivor weiß das. Das muss enden. Ja, natürlich. Wenn die Zeit reif ist. Okay. Wir glitten die Wolga hinab durch Gardariki, raubten, wo wir konnten und wichen den Speeren schattenhafter Stämme aus. In Miklagard sahen wir Männer behangen mit Reichtümern, so leuchtend wie Bifröst selbst. Die nahmen wir für unsere Mühen mit, versteht sich. Wir segelten nach Rom, dann Afrika, vorbei an Meeren aus Sand, Kriegern aller Farben und so viel Schönheit, ihr würdet weinen bei ihrem Anblick. Und nun bin ich zurück, mit Rom und Reichtümern, um sie mit meiner Familie, meinen Freunden, meinen eisharten Drängier zu teilen. Nehmt also von meinem Hort, was ihr wünscht. Denn dies ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Morgen beginnt der Rabenclan von vorn. Skål, Sigurd! Skål! Und du, Eivor, komm! Ich habe etwas Besonderes für dich. Na lecker, rülpst da hier rum. Randvi! Eivor, hast du Valka einen Besuch abgestattet? Habe ich. Und? Es ist nichts, worüber ich sprechen könnte. Oder wollte. Ich verstehe. Dein Bett wird warm sein, nun da dein Mann zurück ist. Das muss ein schönes Gefühl sein. Ein anderes Gefühl. Wärmer, aber mit weniger Platz, um mich auszustrecken. Freust du dich nicht über die Rückkehr deines Mannes? Natürlich.
Doch es ist so lange her, er kommt mir vor wie ein Fremder. 3 Winter sind wir verheiratet und 2 davon war er fort. Kannst du das Feuer, das einst brannte, nicht neu entfachen? Wenn er ins Bett kriecht, um mich zu wärmen, wie du sagst, dann tut er das mit Fürzen und Metatem. Ach, hätten nur alle so viel Glück. Was, geschmorter Busch? Was hier? Sigurd hat den Ruf dieses Clans in ungeahnte Höhen getrieben, Herr. Wir hätten uns keine glücklichere Heimkehr wünschen können. Oh doch, das hätten wir. Wäre Sigurd die letzten beiden Winter hier in Fornberg gewesen und hätte unsere Lande verteidigt, wären wir Kjötvi vielleicht schon los. Du sagtest immer, wir brauchen mehr Krieger, um gegen Kjötvi zu kämpfen. Dafür brauchen wir Reichtum. Und den hat Sigurd uns nun gebracht. Mit dem Reichtum, den er bringt, kann man kein Heer kaufen. Er zögert unser Ende nur hinaus. Du sprichst wie ein Mann, der schon mit einem Fuß in Helheim steht. Hast du denn keinen Plan, wie wir dieses Land von unserem Feind befreien? Oder obliegt das Sigurd und mir? Einen Plan habe ich. Doch es obliegt Sigurd und dir, ihn anzunehmen. Und ich brauche dein Wort, dass du das tun wirst. Wenn du es so befiehlst, mein König, dann ist es so. Meine Axt gehört dir. Bis zum Ende. Wir werden sehen. So, dann haben wir mit dem König auch nochmal gequatscht. Hört sich aber irgendwie komisch an, ne? Ob irgendwas da nicht in Ordnung ist. Heiter, bist du? Richtig? Ja, und du bist Eivor? Genau. Ich hoffe, der ganze Trubel ist dir nicht zu viel. Wir reden meist genauso viel, wie wir trinken. Keineswegs. Der Qualm aus der Feuergrube brennt in den Augen. Aber die Wärme ist angenehm. Natürlich. Wo du lebst, soll es ja auch recht warm sein. Wo ich lebe, ändert sich von Woche zu Woche. Doch ich bin stets an der Seite meines Mentors, Bassim. Dein Lehrmeister? Zu welchem Zweck? Für einen noblen Zweck. Einen, der so wahrhaftig ist wie die Welt alt. Doch belassen wir es vorerst dabei. Ich verstehe. Nur falls du vorhast, dich den Rest der Nacht in Schweigen zu hüllen, dann halte dich von Theklas Met fern. Ah, danke für die Warnung. Das wird kein Problem sein. Okay. Komischer Typ. Du bist Bassim? Du hast ein gutes Gedächtnis. Und du keinen Met. Darf ich das beheben? Sigurd sprach oft von dir. Er nannte dich seinen rechten Arm, eine gefeierte Kriegerin. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Gleichfalls, Bassim. Und wie hast du meinen Bruder kennengelernt? Er kam vor einigen Monaten nach Konstantinopolis, um Vorräte zu laden, sagte er. Doch ich wusste es besser. Männer mit einem solchen Glanz in den Augen haben meist große Pläne. Ich glaube, er wollte die Aia Sophia plündern. Das klingt nach ihm. Ich werde dich nicht mit den Details unseres Treffens langweilen, doch ich mochte deinen Bruder von Anfang an. Ich sah etwas in ihm, das mich gleich in den Bann zog. Als wäre die vergessene Erinnerung an eine alte Freundschaft hervorgetreten. Ja, er hat diese Wirkung auf Menschen. Genieße deinen Abend, Bassim. Okay, interessant. Hier haben wir noch was hier zu erledigen. Gucken wir mal. Blim, da hinten blinkt es nur. Ja, ja, dann gehen wir mal zu dem Prinzen. Sigurd. Ich suchte lange ein Geschenk, das deiner würdig ist. Was denn? Du hast meine Neugier entfacht, Bruder. Was ist es? Noch nicht. Erst trinken. Schon wieder trinken? Auf meine erste Nacht in Fornberg nach über 2 Wintern möge ich am Ende Met trunken und mit glasigen Augen die Schatten von Trollen anschreien. Und du willst, dass ich diese Honigwellen mit dir befahre? Ja, du wirst mich nicht los. Und jetzt trink! Du würdest selbst Thor beschämen. Vergib mir, am Tag deiner Rückkehr hätte ich dich gewinnen lassen sollen. Du solltest mich anfangen lassen. Schön, dass du wieder da bist, Sigurd. Ja,
Ich habe das hier schrecklich vermisst. Als ich Basim das erste Mal traf, unterhielt ich ihn mit Geschichten aus unserer Heimat. Und dabei verspürte ich plötzlich ein heftiges Heimweh. Kommt. Nun zu deinem Geschenk. Diese Männer waren meine Hirten in einem Großteil ihrer Heimat, des Abbasidenreichs. Ihr Clan ist nicht durch Blut, sondern einen gemeinsamen Gedanken verbunden. Eine Schattenbruderschaft, die für ihre eigene Gerechtigkeit sorgt. In unserer gemeinsamen Zeit teilten sie viele ihrer bestgehütetsten Geheimnisse mit mir. Dafür bin ich dankbar. Und nun überreiche ich dir eines dieser Geheimnisse. Eine Waffe für die beste Kriegerin, die ich kenne. Item scheint gar nicht erfreut. Bin ich dieses Geschenkes nicht würdig? Das ist es nicht, Eivor. Es geht um die Zuwendung zu unserem Credo und die Ausbildung. Item, bitte. Mentor, ich muss protestieren. Das ist gegen die Tradition. Diese Klinge ist ein heiliges Werkzeug. Schreibe kaltem Metall nicht mehr zu, als ihm zusteht. Was zählt, ist der Geist, der sie führt. Bitte, leg sie an. Die Klinge sollte an der Unterseite deines Arms anliegen, um sie zu verbergen. Ich habe nicht vor, sie zu verbergen. Und ich würde ungern euer Missgeschick wiederholen. Gefällt mir. Das war kein Missgeschick, sondern ein freiwilliges Opfer, um unsere Verbundenheit zum... Ein guter Anfang, Eivor. Aber du musst lernen, sie effektiv einzusetzen. Draußen. Das müssen nicht alle mit ansehen. Geh voraus. Auch eine neue Art, die versteckte Klinge zu tragen. Ob sie das noch ändern wird. Nee, guck mal, Mr. Fackel. Hat er einen Namen? Für wahr. Doch unser Credo verlangt, dass wir schwören, Außenstehende nicht zu viel zu verraten. Vielleicht erfährst du bald mehr. Doch nicht hier, wo die Wände und Bäume Ohren haben könnten. Ich freue mich drauf. Komm, ich zeige dir ein paar unserer grundlegendsten Techniken. Wird sie geschickt und sorgsam geführt, tötet unsere Klinge mit einem Streich. Nähere dich deinem Ziel und finde den richtigen Moment. Das ist entscheidend. Okay, toll. Ja, weiter gehen, bla bla. Und? Nee. Ups, links Mikrofon gekommen. Gut. Schön gemacht. Noch nie sah ich eine so scharfe Klinge. Manche Ziele sind schwieriger als andere. Bedenke das, bevor du zuschlägst. Ein guter Versuch. Naja, du kannst natürlich besser. Greif dieses von der Kante aus an. Ne? Welche Kante? Wie von der Kante? Wo? Welche Kante? Hä? Meint er jetzt? Von Rand aus? Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich. Ich soll von der Kante. Hier. Von der Kante. So. Blöd. Sehr gut. Hui. Wie wär's mit einer Herausforderung? Spring von oben auf das Ziel. Oh ja, das mache ich doch gerne. Luftattentate sind mein Favorit. In den alten Teilen. Juhu! Ja, ganz genau so.
Und wie mache ich... Nutze, wenn möglich, deine Umgebung. Greif zum Beispiel aus diesem Heuhaufen an. Ja. Perfekt getroffen. Aber wie töte ich den Starken? Mentor, hat Eivor vor, sich uns anzuschließen? Nicht, dass ich wüsste. Warum erhält sie dann die Klinge? Sicher gibt es andere... Halt, Tom. Schweig. Du führst die Klinge gut. Lassen wir Eivor mit ihrem Geschenk allein. Komm. Eivor, gehen wir zum Hafen und genießen die Nachtluft. Aber was ich nicht verstehe, wie kann ich den töten? Muss ich doppelt das machen, okay? Und hier ist aus dem Gebüsch. Ja. Gut. Was hältst du von meinen neuen Freunden? Sie scheinen gleichermaßen großzügig wie bedrohlich zu sein. Ich weiß, was du meinst. Und gebildet sind sie auch. Sie nutzen Zahlen und Schriftzeichen, als wären sie Seder. Basim hat mir so viel über die Welt beigebracht. All das werde ich mit dir teilen, wenn die Zeit reif ist. Oh, wie habe ich diesen Geruch vermisst. Bleibst du jetzt hier? Oder willst du dich dieser Schattenbruderschaft anschließen? Später, Eivor. Heute sind wir als Familie vereint. Das Hier und Jetzt ist es, was zählt. Die Familie, der Clan und der Ruhm. Ich habe dich vermisst, Bruder. Deinen klaren Kopf, deinen Mut. In den letzten Monaten mangelte es uns an beidem. Ach, du schmeichelst mir, Wolfsmal. Mach weiter so. Von hier bis Valhall werde ich immer an deiner Seite sein, Sigurd. Immer. Dieser Fjord ist zu klein für mich geworden. Oder ich zu groß. Jenseits dieser steinernen Fangzähne, die uns umgeben, gibt es noch so viel mehr. Englerland, Irland, das Frankenreich, alles grün und fruchtbar und reif zum Pflücken. Morgen führen wir Krieg gegen Kjötvi und holen uns das Land zurück, das er uns nahm. Und dann errichten wir dort ein Königreich. Nur für uns. Ich bin bei dir. Gib nur den Befehl. Gut. Ruh dich aus und komme im Morgengrauen hierher zurück. Okay. Die Nornir haben gesprochen. Du wirst Sigurd verraten. Du irrst dich! Das kann nicht stimmen! Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich! Du wirst Sigurd verraten. Was ist denn da los? Scheiße. Kjötvis Krieger. Krieger? Krieger! Okay. Kannst du einen Break machen? Okay, das war wieder eine Folge von Assassin's Creed. Ich hoffe, die Folge hat euch auch gefallen, wie mir das Spiel auch gefallen hat. Bis dann, das war euer Shadowbroker. Ciao, ciao.